Ob bei Tag oder Nacht, die neue Audi-Halle der City-Garage Frommelt in Vaduz macht eine gute Figur. Modern, elegant, funktional und mit viel Platz für Kunden und Autos. Am 11.11.2011 fand die Eröffnung mit viel Prominenz aus Liechtenstein und der Region statt. Das Urteil der Besucher war einstimmig. Also es ist ganz eine moderne Halle, wenn man da anschaut, die Kundenräumlichkeiten, wenn man hier kommt, die Polstersessel, also es ist natürlich wirklich etwas Exklusives, was da geboten wird. Ja. Ich finde es super, dass es immer wieder Unternehmer gibt im Land, die in den Standort investieren und einfach das Risiko eingehen und auf unser Land setzen. Es ist viel schöner für die Leute, um hier etwas einzukaufen, wenn man mehr Platz hat. Und da sieht man einfach die Nobelheit der Marke raus. Perfekt. Die Architektur ist einmalig und es ist eine Bereicherung an dieser Strasse zwischen Vaduz und Tresa. Mich persönlich gefällt herinnen die Philosophie der Firma. Eben hochstehende Qualitäten, wo ich wiederum sage, das sind Sachen, die gefallen mir. Also ich finde es sensationelle Energie, die es da drin hat. Ich finde, es ist sehr professionell, der Auftritt auch. Wunderschöne Produkte natürlich. Also es ist wirklich sensationell. Ich bin sehr begeistert. Ich als Hölziger hätte es aus Holz gemacht. Die City Garage als Audi-Händler gehört zu den 83 Garagebetrieben der AMAG. Auch beim Managing Director von AMAG Retail kam der Neubau gut an. Es ist ein schöner Betrieb geworden, finde ich. Es ist wunderschön. Ich denke, es passt gut hier in die Landschaft und hoffe, natürlich sei ein Blickfang, dass möglichst viele Kunden oder Interessenten bei uns ins Haus kommen und die wunderbaren Fahrzeuge, die für ihre Mobilität garantieren, können genutzt werden. Und dass wir ein paar Fahrzeuge verkaufen und natürlich in der Werkstatt reparieren. Grund für diese Halle war unter anderem auch eine Vorgabe der Marke Audi. Es ist eine Audi-Vorgabe, das heisst, hier erfüllen wir Herstellerstandards und müssen wir erfüllen. Das ist ganz genau geregelt. Audi, VW, Skoda. Seit Jahrzehnten drei starke Marken der AMAG-Gruppe. Ex-Skirennfahrer Andi Wenzel erinnert sich an ein Audi-Erlebnis der besonderen Art. Kurze Anekdote am Arlberg. Pass gesperrt, Kettenpflicht. Ich komme zu euch, Polizist, Vorarlberg, lasse die Scheibe nach. Dann fragt er, Quattro? Sage ich, Quattro. Weiter. Peter Marxer kennt eine Anekdote, die in die 50 Jahre zurückgeht. Meine Mutter bekam im Jahre 52, also vor fast 60 Jahren, einen VW. Ein wunderbares Auto, das beste Auto, das wir überhaupt hatten. VW, das war das erste Auto, der erste Käfer mit einem synchronisierten Getriebe. Und seitdem bin ich eigentlich VW und Audi ganz besonders verbunden. 7 Monate hat der Umbau gedauert. Dort, wo früher eine Tankstelle stand, steht jetzt diese Ausstellungshalle. Inhaber Markus Frommelt ist zufrieden. Also was wir den Leuten umbringen, wetten die an dieser Halle, ist einmal erstens, dass sie ungezwungen und frei die Auto anschauen können. Dass sie das Auto anschauen können in einem Bereich, drin, wo sie gut ums Auto umgehen können, wo sie Platz haben, wo sie das Auto auch einsitzen kann und spüren kann. Dann ist schon so, denkt Audi, der Vorsprung durch Technik. Also wir haben noch Technik gezeigt. Man sieht eine Decke überall, was mit Technik zu tun hat. In dem Sinn haben wir auch geschaut, das Design ein bisschen auf die Fahrzeuge, die wir da drinnen präsentieren, abzustimmen, dass es ein bisschen progressiv ist. Und ich glaube, es ist dem Architekt gelungen.